Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sticks, Master of Shadows. Wir befinden uns noch immer im Gefängnistrakt, haben es geschafft, dass sich das Tor auf der Brücke öffnet und jetzt müssen wir dort durch zu den Laboren. So, es gibt nur ein kleines Problem. Die Brücke ist extrem schwer bewacht und ich habe auch nur einen ganz kleinen Zeitraum Zeit, um dort rüber zu kommen. Zumal ich jetzt gerade sagen muss, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Oh, falsche Taste gedrückt. God damn it. Puh, Glück gehabt. Du hast nichts gesehen. So, sobald er vorbei ist. Oh, geht euren richtigen Weg, hey. So, jetzt würde ich sagen, wir aktivieren die Unsichtbarkeit und schleichen uns so schnell es geht vorbei. Und wir haben es geschafft. Puh. Ich kann es fast nicht glauben. Da oben geht es zu den Laboren. Oh je, da drin stehen wieder einige. Ein Throwing Knife. Oh. Aufpassen. Wir sind. Also die Gefahr ist noch nicht vorbei. Ja, genau, der guckt. So, ich muss da hoch. Da drüben geht ein Weg hoch. Den werde ich auch nehmen. Den werde ich nehmen. Hopp. 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 Oh, da steht ja einer. Shit. Shit. Ja, an dem muss ich halt irgendwie vorbei. Gut, es gibt leichtere Aufgaben. Gut, hier oben ist keiner weiter. Das heißt, ich kann mir den einfach krallen. Perfekt. Hab jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass das größere Schwierigkeiten bereitet. Aber gut, will ich nicht böse drüber sein. So. Ah, die da unten lassen sich auf einem recht leichten Weg ausschalten. Wenn mal wieder beide da stehen, löse ich das Ding hier einfach. Oh, jetzt geht der andere weg. Mist. Das warte ich jetzt ab, denn da unten gibt es bestimmt was. Komm, wo ist denn der andere hin? Geht jetzt da so darum. Mist. Es werden wohl nie wirklich beide da stehen. Na gut, dann halt nur er. Muss reichen. Sehr schön. So ein Sack mit Sand wäre mal wieder gut. Ich habe nur noch einen. Die schauen ja sogar in Schränke. Das war mir bis jetzt überhaupt nicht bewusst. Wo ist der Kronleuchter eigentlich hin? So. Kann ich mein Leben bald mal wieder aufstocken? Ja, das ist auf jeden Fall wert. Außerdem haben wir jetzt so einen Typen ausgeschaltet, den man im Nahkampf nicht besiegen kann. Das ist es doch auch schon mal wert gewesen, auf jeden Fall. What? Dann würde ich sagen, auf zu den Laboren. Almost there. I just got across this area, and I should be in the high security section.
damn it, what are they up to here? One thing's sure. It's best not to be on the wrong side of the bars when I find out. Hm. Halte ich auch für eine sehr gute Idee. Kann ich da einfach drauf gehen? Ja, gut. Puh. Quad the High Security Section. Sehr spannend. So, hopp. Hey, dass da die Streunse durchkommen, schaut wirklich cool aus. Was ist das hier eigentlich, hey? Sieht aus wie ein Nervenstrang von irgendeinem riesen Wesen. Oder sind es Auswüchse von diesem Baum? Jetzt habe ich natürlich den direkten Weg genommen. Ohne auf Chance irgendwas einzusammeln. Was fast ein bisschen schade ist, aber da drüben, da steht Wache, da unten. Wenn ich da unten bin, komme ich vermutlich nicht mehr hoch. Hm, na gut. Ah, da gibt es einen Weg durch. Das ist der Weg nach meinem Geschmack. Ah, ich muss eh weiter runter. Okay, gut, perfekt. Dann kann ich mich da doch noch etwas umschauen. Hey, da hinten ist eine Münze. Die will ich. So, mein Kleiner. Der Typ da pennt und kriegt überhaupt nichts mit. Perfekt. Das ist perfekt. So, hab ins Eck. Schlaf, Kindlein, schlaf. Sehr gut. Schleichen wir uns ganz langsam vorbei. Den lassen wir schon schlafen. Den bringen wir nicht extra um. Mensch, bin ich heute wieder gütig. Wahnsinn. Gut, dann komme ich doch noch hier weiter unten hin. Und kann hier nach Beute Ausschau halten. Machen die sich gerade Mittag oder was? Tee? Like a pancake? Fuck me, it was a lie, sir. But what? So, zwei Spastis weniger, um die ich mich scheren muss. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Dann gehen wir doch da mal runter. Hopp. Licht aus. Sehr gut. Vial of Acid. Ich hätte lieber noch ein bisschen mehr Amber, wenn ich will. Oh nein, diese Dreckskäfer schon wieder. Boah, hey. Boah, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock. Also wirklich alles, aber die. Hinten rennt ja noch eine. Die habe ich noch gar nicht gesehen vorhin. Also die Maske finde ich cool. Aber du gehst jetzt trotzdem wieder weg. That filthy joint rat again. Der hat mich fast gesehen. Jetzt weg. God damn it. Hau ab. Bleibt er da jetzt stehen? Nein. Gut. I don't have time for a game. Show yourself. Hm.
Oh, shit. No. Müsste ich auch noch mit mir anlegen, oder was? Puh. Oh, oh. Vial of Life, schnell. It's over for him. Ach komm. Warum kann ich das jetzt nicht benutzen? Gerade jetzt brauche ich's. Ach so, da drunter kann ich's einfach nicht benutzen. What? Hey. It can't have gone far. Und da geht er down. Puh, es war wirklich zu knapp. Aber ich muss echt sagen, es ist wahnsinnig schwierig, hier unentdeckt zu bleiben. Es ist wirklich richtig schwierig. Vielleicht stelle ich mich einfach nur blöd an, aber ich finde es wirklich, dass man sehr schnell entdeckt wird. Das ist natürlich super, wenn man eine Herausforderung hat, aber manchmal finde ich es dann schon relativ schwer. Hey, eine Münze. Gut, das war's hier dann eigentlich auch schon. Glühende Kohlen. Ach, da ist der Typ einfach vorhin drüber gelaufen. Ist ja nichts dabei, ne? Hängt da ein Kopf? Nee, oder? Was ist denn das? Oh, denken Kopf. Only your clone can cross. Na dann. Auf geht's, mein Kleiner. Was gibt's hier? Kann er mir das Tor aufmachen? Yes. Sehr gut. Also dann kann man sich verstecken. Erkunden wir doch mit dem... Na, geht nicht. Return to Creator. Gut. Dann schauen wir doch mit ihm schon mal etwas vor. Beziehungsweise vielleicht schaffen wir es ja schon, einen auszuschalten. Ach so, der hält den fest. Wie lange schafft er das? Hoffentlich noch ein bisschen. This one's for me. You're fucking kidding me. Forward. Shit, ey. Zum Glück haben die nur den Klon gesehen und nicht mich am Schluss auch noch. Ah, ich nehme dann den Weg da oben lang, den ich gerade sehe. Sicher ist sicher. Ich würde hier gerne das Licht ausmachen. Komme ich überhaupt so einfach hoch? Ich hoffe. Sonst hier lang ist auch noch eine Option. Nimm mal den Weg. Zum Glück habe ich gelernt, dass man leise aufkommt, wenn man runterspringt oder fällt. Oh Gott, da kommt ja noch einer. Scheiße! So, dann schauen wir doch mal, wie wir durch dieses Tor kommen, ohne umgebracht zu werden. Sieht so aus, als ob wieder nur unser Klon da durchgehen kann. Das heißt, wir versuchen es doch einfach mal mit ihm hier. Schleichen wir uns da im Dunkeln durch. Und durch da. Zack. Da
Da können wir das Tor aufmachen. Sehr gut. Können wir uns hier gleich mal kurz etwas umschauen? Was ist denn da drin? I joined the Inquisition about a month ago. What about you? Me? It's 6 months since the beginning. Best decision of my life. Brother Aaron at least knows what he wants. The governor should retire and leave the keys of Akanash to him. Yes. With Aaron, we wouldn't have to put up with the company of root suckers. Those characters give me the creeps. Okay, dann würde ich sagen, wir schleichen uns auch mit unserem richtigen Charakter hier durch. Wenn die beiden da vorbei sind, was wäre jetzt? Die Münze lasse ich da jetzt. Ich will da jetzt gar nicht groß irgendwie eine Chance dazu geben, mich umzubringen. Muss wirklich nicht sein. Tür machen wir wieder zu. So. Sehr gut. Und dann müssen wir da auf jeden Fall rein, wo die drei gerade standen und gesprochen haben. Aber ich sehe gerade keinen mehr. Okay, der eine schläft. A lot of stuff that could look like Ozcan's bulb thing here. Oh. I better keep my eyes wide open. Ist eine gute Idee. So. Shit. God damn it. Warum hat er den so weit nach vorne gedrückt? Der soll doch aufpassen, wie und wo er Leute umbringt. Holy shit, hey. So, den Bulb-Kondenser holen wir uns auf jeden Fall. So viel ist mal klar. Bulb-Kondenser oder wie auch immer man das ausspricht. Bevor wir weitergehen. So, das Licht machen wir wieder aus. Ah, ein Sack mit Sand wäre halt wirklich mal wieder super. Wo willst du hin? Kommst doch nicht etwa her? Ach, Balls Condenser. Jetzt sehe ich es. Ach gut. Dann kann ich hier schnell das Licht ausmachen. Alter, mit dem lege ich mich definitiv nicht an. Es ist verdammt ekelhaft, da reinzukommen. Meine Unsichtbarkeit reicht nicht lange genug. Da bin ich mir verdammt sicher. Ich kann höchstens das Licht ausmachen. Oh shit. Und dann... Oh, God damn it! Gut, dann versuchen wir das Ganze doch nochmal. So, wenn die beiden da vorbei sind. Die Münze nehmen wir diesmal mit. Hatte nicht gedacht, dass es von der Seite so einfach funktioniert. Aber gut, ich bin nicht böse drüber. So. Perfekt. Na dann. I joined the Inquisition about a month ago. What about you? Me? It's 6 months since the beginning.
Ich wüsste zu gern, was da drin ist oder wer. Alter. Dass man diese Inquisitoren nicht wirklich besiegen kann, finde ich aber auch etwas so merkwürdig, ums a lot of stuff that could look like Ozcan's bulb thing here. I better keep my eyes wide open. Was hat der gerade? Oh, shit. Alter, warum schiebt er den auch schon wieder mitten dahin, wo der andere Typ war? Ich meine, ernsthaft, man muss doch auf die Idee kommen, dass man da gesehen werden könnte. Das ist echt ziemlich scheiße. Und mein Amber reicht schon wieder nicht, um mich unsichtbar zu machen. Was ich auch richtig mies finde. Um an dieses Ding zu kommen, müsste ich mich nämlich fast unsichtbar machen. Also ich schaff's, ihn mir jetzt zu packen. Yes! Yes! Sehr gut. Puh. That's fucking awesome. Holy shit, hey. Jetzt muss ich nur noch mit dem Inquisitor da aufpassen. Der könnte mir noch so richtig Probleme bereiten. Das Licht hier machen wir aus. Dann machen wir das Licht hier aus. Und gehen einfach hinter ihm her im Kreis. I think this is the fabulous bulby thing that Ozcan wants. Lauf! Where does he want to put that? Lauf, 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 lauf. Holy shit, hey. Fuck, der war knapp. Alter, war der knapp. Mist. Alter, god damn it. Ups. Jetzt hat er den auch gefunden. Nicht gut. Ey, warum kann ich nicht so eine Armbrust hier nehmen? Und diesem scheiß Inquisitor damit einfach einen Bolzen in den Schädel jagen. Das wär's doch. Wäre ich ein riesen Fan von. Was macht der da? Was war das? You are the piece of shit. Sucker. Puh, hey. Holy fucking shit. Boah, ich weiß, was ich mache. Der Typ wird ja wohl irgendwann mal so einen Apfel essen. Im besten Fall. Kotz da mal rein. Einfach so aus Spaß. Schnapp ich mir das Ding trotzdem? And off we go. Nimmst du jetzt so einen Apfel? Nee, Mist. Wäre zu schön gewesen. Das wäre wohl zu schön gewesen. Und da rein. Puh. Alter. Hä? Da komme ich doch nie ungesehen vorbei, oder? Schaffe ich es, mich da ungesehen
lang zu schleichen. This substance must have a boiling point. Very strange. Verstecken wir uns da doch mal kurz. Okay. I'm beginning to understand why prisoners are never seen again. What do these assholes think they're doing? It's strange, though. This lab. It reminds me. What a my did head. The pain. It's unbearable. It's as if my skull caught on fire and somebody wanted to put it out with a fucking fork. It's as if somebody wanted to get inside. Bang, bang, bang. Well, come on in for crying out loud, if that's what you want. Someone there? No. Nobody's here. Everything's fine. Just mind your own fucking business. Also ich will jetzt noch zu dieser Security, High Security Dings wieder hin. Auf jeden Fall. Den Typen kralle ich mir jetzt mal. Der hält mir hier zu gut Ausschau. Zack. Oh oh. Da wird ihn schon so schnell niemand finden, hoffe ich. Shit, der Sprung muss sitzen. Puh. Glück gehabt. Bleiben die da beide stehen? Nicht, dass ich da runterspringe und dann fängt der eine plötzlich an, in die Richtung zu laufen. Möchte ich nur sehr ungerne. Puh, sehr gut. 14 Meter, es ist zum Greifen nah. Wir haben es fast geschafft. Oh. Alter, mach halt sowas nicht. Ernsthaft. What the fuck? Geil, in den Wasserbeutel kotze ich ihm auf jeden Fall rein. Na gut, oder auch nicht. Solche Spielchen habe ich jetzt dann doch keine Zeit. Oh, oh. Ach so, da geht's ja nochmal weiter. Nochmal 51 Meter. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In die High Security Section gehen wir dann das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.